Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zum Thema Photoshop. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man in Photoshop eine Textebene transformieren kann und dabei richtig schön flexibel ist. Ich zeige euch mal, wie ich das meine. Ich nehme das Textwerkzeug mit T und schreibe hier mal was hin, zum Beispiel abonnieren. Ich habe nämlich noch gar nicht so viele Abonnenten. Bestätige das mit dem Häkchen und wenn ich jetzt diesen Text transformieren möchte, diese vektorisierte Textebene, dann nehme ich Steuerung und T. Rechte Maustaste und hier sehe ich schon, dass Verzerren und perspektivisch ausgegraut ist. Ja, die brauche ich eigentlich relativ oft. Eine Möglichkeit wäre es natürlich hinzugehen und diesen Text zu rastern. Dann Steuerung und T und rechte Maustaste. Jetzt kann ich hier wieder die Fläche transformieren, wie ich es gewohnt bin. Das Problem ist nur, soll ich mich für eine Verkleinerung entscheiden und nach der Verkleinerung nochmal vergrößern, dann fehlen natürlich Pixel, die Photoshop dann interpoliert und die Kanten, die werden dann richtig schön matschig, so soll es natürlich nicht sein. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Zum einen kann ich hier ein Smart-Objekt draus machen. Und wenn ich dann Steuerung und T mache, dann ist diese Textfläche, die ist jetzt hier in diesem Smart-Objekt eingepackt, in so einer separaten Datei. Und rechte Maustaste, jetzt kann ich hier also wieder richtig schön transformieren, so wie ich es gewohnt bin. Und eine andere Möglichkeit, die noch einen Tacken eleganter ist, ich gehe mal zurück ein paar Schritte, ist zum Beispiel hier in Form umwandeln. Und jetzt habe ich also aus der Textebene eine Formebene gemacht. Ungefähr genauso, wie wenn ich hier mit dem Formebenenwerkzeug hier eine Fläche aufziehe oder eine Linie. Dann habe ich jetzt hier eine Form, eine Vektorform. Und diese Vektorform kann ich jetzt natürlich mit Steuerung und T ebenfalls transformieren. Und habe auch hier wieder meine zwei Lieblingstransformationsmöglichkeiten. Und natürlich kann ich auch hingehen und mit A, das Direktauswahlwerkzeug, diesen weißen Pfeil wählen. Dann einzelne Vektorpunkte auswählen und diese Vektorpunkte dann entsprechend hier verschieben und separat transformieren, also hier den I-Punkt verkleinern und so und dergleichen und hätte dann hier eine Möglichkeit, meinen Text ganz variabel zu transformieren und zu bearbeiten. Und außerdem ein weiterer Vorteil, wenn ihr jetzt eine Photoshop-Datei weitergebt und die Zielperson hat also diesen Font nicht, könnt ihr tatsächlich auf diese Art, indem ihr also aus dem Text eine Formebene macht, diesen Font quasi weitergeben und die Person, die damit weiterarbeiten soll, braucht diesen Font gar nicht installiert, sondern weil es eine Formebene ist, kann auch diese Person dann hier größer oder kleiner skalieren oder entsprechend bearbeiten, wie ich es gezeigt habe. Das war mein Tipp für heute. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss bis zum nächsten Video.